Das Gronsdorfer Komödienbrettl ist seit über 20 Jahren eine feste Größe im Haarer Kulturbetrieb. Jedes Jahr bringt der Theaterverein im Frühjahr und im Herbst jeweils ein neues Stück auf die Bühne des Haarer Bürgerhauses. Nun ist es wieder soweit. Der ewige Spitzbub feiert Premiere. Um was geht es in dem Stück? Es ist interessant, dass die Titelrolle überhaupt nicht auftaucht im ganzen Stück. Das Stück beginnt mit einem Brief, den ein Verstorbener hinterlassen hat, dem der Hof gehört, auf dem das ganze Stück spielt. Und es wird eben veröffentlicht, dass er drei seiner verflossenen Damen auf den Hof eingeladen hat und jede in dem Glauben lässt, den Hof als Alleinerbin zu bekommen. Die eine weiß also von der anderen nichts. Ja, und seine drei Mitstreiter, sein Verwalter, seine Jungdirn und der Jungknecht, bestreiten das Ganze und versuchen sich eben gegen die drei zu wehren, so gut es geht. Also ihr zwei habt jetzt gegen meinen Willen gehört, was in dem Brief steht. Jetzt riecht es euch auch danach. Wenn es euch anständig aufhört, könnt ihr bleiben, wenn ihr den Hof übernimmt. Das ist ein Lug, weil wenn das eine schwarz auf weiß hat, dann bin ich sie. Weil mir hat er testamentarisch in ihren Brief reingeschrieben, dass ich den Hof erb. Also packt euch Zeigel zusammen und verschwindet, weil sonst war ich dafür. Ursprünglich hatte das Komödienbrettl seine Spielstätte in Gronsdorf, daher der Name. Seit dem Jahr 2001 finden die Aufführungen im Bürgerhaus statt. Das Ensemble spielt jedes Jahr eine Boulevardkomödie und ein Bauernstück. Auch wenn die Darsteller allesamt Amateure sind, legt Regisseur Rudi Czelisnik größten Wert auf Professionalität. Die Qualität wird da von uns schon gefordert. Und wir üben das auch, dass sie eben dann Qualität auf die Bühne bringen. Die wissen ganz genau, wir verlangen also Eintritt. Und da muss dementsprechend was auf die Bühne gestellt werden, dass das Publikum auch zufrieden nach Hause geht und sagt dann, ja, jetzt haben wir das Geld rausgeschmissen. Ne? Da sind sie sich alle bewusst. Ne? Und deswegen strengen sie sich auch an. Ah, du meinst, also ich sollte... Ja, Bartl, heiraten! Und du traust dir nur zu, mir ein Kind zu bringen. Und? Sechse, Bartl, sechse! In deinem Alter? Ja, mei, sind doch alle schon fertig. Naja. Du weißt doch, dass ich sechs Kinder habe. Ja, ich war schon vier Buben und zwei Mädchen. Ja, und alle schreien nach einem neuen Vater. Ich glaube, ich höre schlecht. Der Aufwand für eine Inszenierung ist groß. Das Frühjahrsstück wird immer zum Ende des Vorjahres ausgewählt. Im Januar findet die erste Leseprobe statt. Danach wird zweimal wöchentlich geprobt, damit das Ensemble für die Premiere im April bestens vorbereitet ist. Viele Ensemblemitglieder sind bereits alte Hasen. Einige sind schon rund 20 Jahre dabei. Patrick Czelisnik selbst steht bereits seit 1990 auf der Bühne. Sie waren jetzt schon wirklich oft dabei. Was ist es für ein Gefühl, wenn man da auf der Bühne steht? Könnte ich jetzt viel sagen. Es könnte niemand nachempfinden, der es nicht selber schon erlebt hat. Das auf der Bühne stehen und dann der Schlussapplaus kann man wirklich nicht in Worten beschreiben, wie es ist. Muss jeder selbst mal versuchen, kann jeder gerne auch bei uns tun. Also wir sind da aufgeschlossen, auch Neuem gegenüber. Und wir haben dieses Mal auch wieder einen Feuertäufling auf der Bühne mit einer relativ großen Rolle. Wir beißen nicht. Wer Lust hat, jederzeit gerne. Schon wieder ist eine da. Ihr seid alle drei vom selben Schlag. Aufdringlich, dass ihr sie fürchten könnt. Du Bartl, der Flori hat gesagt, du möchtest mit mir reden. So, hat er das gesagt? Ich täusche mich bestimmt nicht. Ja, dann bin ich wohl überflüssig. Wenn du zu so einer alten Jungfrau mehr Vertrauen hast, wie zu einer ehrsamen Mitfrau. Nicht alle Mitglieder des Gronsdorfer Komödienbrettels stehen auf der Bühne. Einige haben ihre Aufgaben hinter den Kulissen, andere unterstützen den Verein als passive Mitglieder. Egal ob als Mitspieler oder Techniker, neue Mitglieder sind beim Gronsdorfer Komödienbrettel jederzeit herzlich willkommen. Jeder, der sich traut, bei uns aufzutauchen, egal wie er sich das vorstellt, dass er entweder auf die Bühne möchte oder er möchte irgendeine andere Arbeit verrichten. Wir brauchen dringend zum Beispiel Requisite, das machen wir selber. Und es braucht keiner eine Angst zu haben, auf die Bühne zu gehen, weil er wird dann langsam geführt
und zwar auch sehr sachte und nicht gleich mit der Tür ins Haus, dass man da eben keine Zeit gibt, sich zu entwickeln und so weiter. Er braucht nur Geduld, wenn er bei uns ist. Halt! Musst du mal leise schreien. Oh, Gott sei Dank, du bist es. Jetzt hab ich für den Gefahrenschlitz, ich bin da hinten nachgeschlichen. Ja, wie schaust denn du aus? Weil das ist die Mantel so gefallen. Ja, freilich, du schaust aus wie eine preisgekrönte Kuh. Nein, der wird auch machen, wenn er nie sein Bett findet. Ja, das glaub ich auch. Nein, und glücklich wird es wieder halt nach. So, lieber aufkommen. Vorkenntnisse brauchen Interessierte nicht. Auch das Alter spielt keine Rolle. Nur zwei Dinge müssen neue Mitspieler mitbringen: Zeit und Spaß am Spielen.